Weil hier können wir ja nicht durch. Obwohl, natürlich können wir hier durch. Wer sagt, dass wir hier nicht durch können? Wer sagt denn das? Und wie wir da durch können? Natürlich können wir da durch. So, das da oben ist, kann auch mal wieder weg. So. Ja. Nicht wundern, wenn ich ab und zu irgendwie mal so, ich hab keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das angewohnt habe, dass ich manchmal einfach so irgendwie random mit der Maus klick. Ich weiß es gar nicht, ich mach das völlig unbewusst. Und wenn ich mir dann die, wenn ich dann die Videos schneide und mir dann weiß ich nicht, dann laufe ich hier so rum, mache hier so irgendwie die ganze Zeit und denke ich mir, hä, warum machst du das, Kevin? Was denn los mit dir? Keine Ahnung, verstehe ich irgendwie auch nicht, aber gut. So, zack, 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 zack. Haben wir das? Brauchen wir den Energy Pylon? Oh, wir haben noch einen, Gott sei Dank. Wir haben noch einen. Da drauf. Ah, ist ein Energy Core. Shit. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Ne, wir brauchen Pylon. Sowas. Haben wir nicht mehr. Shit. Müssen wir bauen. Müssen wir bauen. Müssen wir bauen. Weg damit. Pylon. So ein Ding hier haben wir ja gleich direkt hier zwei Stücke wieder gebaut. Zwei Stück. So. Ja. Dann Ausgang. Ja? Ne, beziehungsweise Eingang. Ja, genau. Wir müssen ja F da rein tun. Und das war's jetzt eigentlich schon. Jetzt gehen wir einfach her und drücken hier den Hebel. So blub. Dann macht's fup. Und jetzt hier bzzzt. Geht richtig schnell. Geht richtig zügig hier. Und dann können wir jetzt halt hier rüber auslagern. Da war schon wieder, ne? Komisch, ich verstehe das gar nicht. So, unsere eiserne Reserve wird nicht mal hier... Unsere eiserne Reserve wird nicht benutzt. Das heißt, wir können das eigentlich so laufen lassen. Ah, nee, machen wir nicht. Wir machen es wieder aus. So, fupp, Verbindung getrennt. Jetzt ist aus. Und umso mehr Energie drin ist, umso röter färben die sich. Nee, Kevin, was du nicht sagst. Alter, wieder die Energie hier. Alter Schwede, was wir hier für krassen Scheiß machen. Gut, ne, wir haben wieder Energie, ne, das hier, ich lasse es jetzt mal so. Ich bin ja eigentlich nicht der, der hier Sachen halbfertig stehen lässt. Aber ehrlich gesagt, ich habe da jetzt irgendwie einfach gar keinen Bock drauf. So. 30%. Ich würde sagen, wir drehen mal ein bisschen den Hahn auf, ne? Ja. 1,8. Oh, da fließt die Energie. Oh, da zieht aber hier ordentlich raus. Hier, hier. Was hier los ist. 23%. 20%. Ja, 1,8 schaffen wir nicht.
Dienstag, okay. Eins Komma sieben drei eins. Okay, dann machen wir das so. Das ist okay. Das ist okay. 40%. Also bei 50% ist schon hier. Ich glaube, die 2 Millionen F pro Tick, die schaffen wir noch. Ich bin da wirklich zuversichtlich, dass wir die noch schaffen. Also einmal aufladen, denke ich mal noch. Einmal aufladen, 30-33%. Und dann kann das Ding hier loslegen. So, Input ist okay. Output ist auch okay. 32.000. Haben wir gleich erreicht. Ja. 20% Energiesättigung, das ist völlig okay. So, und jetzt geht die... Ja, jetzt geht sie wieder hoch. Jawohl, ja. So muss es sein. Geht wieder hoch. Hier, wir haben auf 1.732.000 F pro Tick eingependelt. Ich habe mir auch einen Knopf an der Maus gemacht. Das ist richtig gut. Weil ich habe ja Vor- und Zurücktasten, ne? Also Ordner oder Webseiten vorwärts navigieren und rückwärts navigieren. Und unten drunter habe ich nochmal zwei Knöpfe und auf den einen habe ich Escape gelegt. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr andauernd bei der Tastatur drauf drücken, sondern ich gucke jetzt halt hier rein und dann kann ich direkt mit dem Daumen hochgreifen und kann Escape drücken. An der Maus. Richtig gute Maus. Richtig gut, kann ich nur empfehlen. Ja, 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 hier, hier, tu mal schnell die Millionen überweisen. Warte, ich bin gerade in der Aufnahme, nicht? Nein, ich krieg dafür kein Geld. Niemals. Aber ganz im Ernst, nee. Nee, nee, nicht, ne? Man muss ja immer damit, man muss ja immer so ein bisschen aufpassen. Was man sagt, was man tut. Gibt immer Leute, die glauben das dann wahrscheinlich sofort aufs Wort und dann hier gleich, oh, die Welt geht unter. Der macht Product Placement. Steinigt ihn. Alter, das Ding hier ist schon aber schon, ist ein bisschen lauter geworden. Ich glaube, der ist lauter geworden. Ich weiß gar nicht wie, aber keine Ahnung. Aber es liegt einfach an meinen Kopfhörern. Ja, läuft. Gut, schön. Ja, Energie läuft. Hier, Energie läuft auch. 36%, 172.000. Dann machen wir 175.000. Das finde ich einen guten Wert. So, da hinten ist natürlich stockfinster. Na, ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal so. Das Einzige, was wir noch machen können, sind drüben die Dinger holen. Die Ketten, damit das hier wenigstens einigermaßen ordentlich zu Ende gebracht ist. Ansonsten glaube ich, lasse ich das jetzt hier einfach mal so stehen. Ich erdreiste mich mal, das zu tun. Okay. Gut, schön. Ja, es leckt ein bisschen. Okay, beim Chunk wechseln ist er ein bisschen. Oh nein, jetzt regnet es auch noch. Flup. So, ist der ganze Chat hier mal weg? Kane. Top. Oh, über 5. Middle machen wir wieder einen ganzen Stack. Und Bottom brauchen wir auch 4.
Wobei, das bringt jetzt auch nicht so viel, ne? Aber wenn ich dann die Decke mache. Na gut, dann mache ich einfach. Dann machen wir einfach Top nicht. Dann passt das schon. Dann machen wir nur Bottom und Middle. Zack, zack. Ne, jetzt bin ich runtergefallen. So. Hau mal das weg. Hau mal das weg. Zack, 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 zack. Hier direkt. Rumbi-Zumbi. Bottom. Okay. Bottom. So. Ich drücke das Lied gerade mal weg, das macht mich gerade irgendwie so ein bisschen hibbelig. Ich habe wieder nicht daran gedacht, mir mal endlich einen Stift und ein Papier herzulegen, dass ich mir mal die Titel aufschreibe, dass ich das mal ausmisten kann. Ich werde es nie lernen. Ich werde es, glaube ich, echt nicht lernen. So, gut, dann lassen wir das jetzt hier einfach mal so halbfertig stehen. Machen wir auf jeden Fall noch fertig. Gehen wir mal rüber. Gehen wieder an unsere Deko-Bench. Hauen den ganzen Krempel hier wieder rein. Und dann machen wir erstmal unser Zeug hier in unsere Safe-Truhe. Zack, 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 zack. Einmal durchsortieren. Die Dinger hier, da muss ich auch mal gucken, was man damit machen kann. So, 5 Minuten noch, dann habe ich wieder eine Folge voll. Ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal dann eine Aufnahmepause machen, weil ich muss auch noch schneiden und rendern und hochladen, damit heute wieder was kommt. Und ja, so, jetzt wollte ich noch mal kurz was gucken. Auch dafür mal ganz kurz mein Handy. Eine Sekunde, es geht gleich weiter, sofort. Es geht sofort weiter. Ja, tatsächlich funktioniert. Er hat jetzt die Windows-Updates installiert und jetzt hat, ja, CPU-Auslastung 0%. Ja. Hat funktioniert. Also, es ist jetzt kein SVC-Host Prozess irgendwie dabei, mein PC lahm zu legen. Das finde ich doch sehr schön. Okay, dann at Pams. Pams Harvest Craft. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen Cheesecake backen, habe ich so das Gefühl. So, wisst ihr was? Mir reicht's jetzt. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt einfach mal handeln. Ich werde mir jetzt, ja, man hört's vielleicht, ein Papier suchen. So Papier habe ich schon mal, jetzt brauche ich bloß noch einen Stift. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt in der Aufnahme mache, aber anscheinend kriege ich es ja sonst nicht hin.
Stift ist jetzt natürlich mal so ein Ding. Hier habe ich noch so einen scheiß Kugelschreiber. Ich hoffe, der geht. Wow, der geht sogar. Das ist ja unfassbar. So, warum ich das Lied jetzt nochmal angemacht habe, ist ganz einfach. So, Cool Cuts. Mit K-O-O-L und K-A-T-S. So. Ich muss das jetzt mal machen. Ich muss jetzt mal anfangen, weil ansonsten läuft es hier ja nie. B-Wax Presser. Stimmt, es gibt ja da auch noch solche Bienen. Aber die müsste ich jetzt suchen und darauf habe ich keine Lust. Außerdem, wir brauchen schon hier die Kerzen. Wir wollen ja was zu essen machen, ne? Animal Trap, Fish Trap. Brauchen wir alles nicht. Wir haben ja hier, wir haben da alles hier am Start aus unserer Genzüchtung. Ne? Ist voll biologisch und es müssen keine Tiere sterben. Außer halt eben geklonte Tiere, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also finde ich jetzt. Ja, das Lied kann man sich eigentlich mal geben. Was haben wir denn hier? Lemon Bar. Na, eine Lemon Bar. Blueberry Muffin. Blaubeeren finde ich jetzt nicht so geil. Extreme Chili. Chili, komm, wir bauen uns mal Chili. Wir bauen uns mal so richtig ein auf den Pott. Also. Ja, also, ne? Also, wenn man Chili gegessen hat, ne? Danach muss man auch mal auf den Pott, ne? Also, alles klar. Auf den Pott, ey, wie komme ich jetzt da drauf? Ja, Bohnen brauchen wir auf jeden Fall, ne? Merke, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, ne? Und das schmeißt man dann einfach alle in den Kochtopf hier zusammen mit so ein paar Onions. Ne? Richtig Zwiebeln hier, richtig hier. Was für Männer. Ja? So, pass mal auf. Wir brauchen mal Bohnen. Etwas, was ich auch schon sehr lange machen wollte, ist ein extra ME-System für die ganze Scheiße hier. Na, egal. Bean, Cotton Seed, Eggplant, Ginger. Weil, naja, ich muss jetzt hier die ganze Zeit Chili Pepper. Bell Pepper, ja, wir kommen schon hier. Bean Seed. Ja, zack. Hauen wir mal hier in unsere Maschine rein. Da kriegen wir Bohnen. Ich meine, ne, wenn wir schon machen, ne, dann aber richtig. Dann aber auch richtig, ne? So, dann haben wir das wieder alles drin. Ich glaube, ich muss da echt mal ein extra ME-System machen, wobei. Das ist eigentlich Quatsch. Ich glaube, ich schmeiße den ganzen Krempel einfach mal alles mit ins normale ME-System. Sakura-Sapling, ah ja. Ja, hier die ganzen Dinger. Das mache ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht. So, wir müssen hier an den Pott gehen und dann hier tun wir uns ordentlich mal einen zusammenpöttern. Hier, was brauchen wir hier noch? Chili hier. Ah, ein bisschen Steak muss auch noch mit drin. Natürlich ein bisschen Fleisch.
Haben wir noch dabei? Bin ich blöd? Was mache ich denn hier wieder? So, hier Chili. 15 Stück, leck mich am Feierabend. Und da haben wir jetzt, Alter, 15 Stück und hier 15. Aber wir essen erstmal ein normales Chili.